Ja, wir greifen, das ist unser größtes Problem, wir greifen halt nie an. Ja. Dabei sage ich immer mehr angreifen, aber das mache ich als Jagd nicht, das mache ich als Terra. Egal, das war das Dienstagsmatch und jetzt noch das Mittwochs. Warum greife ich nicht an? Ich hätte einfach sagen sollen, Angriff und dann Scheiß drauf und volle Pulle rein. Ohne zu warten. Als der Zergling hatte, volle Pulle rein. Ärgere ich mich tierisch drüber, dass ich einfach nicht losgegangen bin. Ah, Doppelterra. Auf dem Mengsplatz. Oh, ich hasse die Karte. Auf der lief's diese Saison überhaupt nicht. Auf der habe ich drei Spiele, drei Niederlagen. Ich glaube, auf dieser Karte habe ich überhaupt noch nicht gespielt. Kann Das das ist die sein? andere neue. Ja, ich weiß. Ich habe auf der schon gespielt. Ich weiß, dass ich mit Yoshi mal drauf gespielt habe. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich mit dir eigentlich auch schon auf der war. Die ist ziemlich scheiße. Da hast du nämlich hinter deiner Hauptbase sind die eine beiden Echsen. Da kann Eigentlich man doch toll geil. rein. Nein, gar nicht. Wir spielen gegen Doppelterra. Der kann einfach reindroppen und bumm. Ich bin Nicht auch genügend Terra. Mineralien. Nicht genügend Mineralien. GLHF. Good Nicht luck. genügend Have fun. Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht Ach genügend ja. Mineralien. Nicht Gegen den genügend Zerg wäre das cool Mineralien. gewesen. Wobei, nee, der hätte Nicht dann bestimmt genügend Mutas Mineralien. gespielt. Kann man nämlich schön steuern dann da hinten drin. Muss man ja mal sagen, wa? Nicht genügend Mineralien. Alles okay? Ja, ich bin hier gerade am Überlegen, wie ich denn effektiv gegen den Terran vorgehe. Beziehungsweise die Terras. Terraner. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Ja, das ist eine gute Frage. Die drei Terraner, die wir ja hatten, als wir im 3 und 3 gespielt haben, die waren ja schon übel. Und wenn ich mich daran dann erinnere und denke ich mir so, nee. Hat Ja, die dann waren keinen Spaß schon übel. gemacht. Ich bin schon unterwegs. Nicht genügend Mineralien. Was liegt an? Warten. Nicht genügend BBF Mineralien. einsatzbereit. Nicht genügend Mineralien. Jupp. Schlechte Neuigkeiten? Jawohl. Nur zu. Jo. Von mir? Nicht genügend Mineralien. War da Beric? Ja, ne? Ja, Ja. ist ja, ne? Doppelterra halt, ne? Unsere WBFs werden angegriffen. Basis wird angegriffen. Basis? Ach lol, dem sein Worker will meinen Worker töten. Kriegt er aber nicht. Ja, nicht, wenn ich ihn angreife. Ja. Was liegt an? Schlechte Neuigkeiten? Da magst du recht haben. Geht er bei mir durch? Nein, die tut er natürlich nicht. Ja, jetzt laufen wir zu zweit hinter dem her, ne? Ja. Hammer. Und da hat meine Einheit gepennt. Wundervoll. So muss das. Immer wieder. Ich hoffe, ihr habt übrigens eine schöne Woche. Eigentlich soll es ja diese Woche warm sein, oder beziehungsweise meint man ja, der Mai wäre warm. Sollte man meinen. Aber in diesem Fall ist das eher so eine hätte-hätte-Bullshit-Kette, also so. Naja, bei uns in der Gegend ist das nicht so. Soll im Norden und Osten ja so warm werden. Ah. Und sonnig. Da sagst du was. So, mein 111 ist voll in der Mache und so. Erweiterung fertiggestellt. Jo, Erweiterung fertiggestellt. Zwei Marines? Nicht Da habe ich genügend gerade übrigens ein Leck Mineralien. gehabt. Nicht Ich genügend weiß nicht, ob du das auch Mineralien. so gesehen hast. Habe ich jetzt nicht Warten. Nicht bemerkt. genügend Mineralien. Ach, Nicht genügend Käse. Mineralien. Juhu, Überstunden.
Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Ich setz mal hinten bei uns zwei Pylons. Ja. Weil, ne? Und so. Ich hab das da doch was schießen gehört. Da war was explodieren. Bei mir war das. Ich hab was umgebastelt. Ach so. Okay. Yeah, eine Robo. Ich habe noch nicht geäxt. Ach, was mache ich denn? Ich habe meinen Kybernetik schon seit Minuten raus und mache nicht die Warpgate-Forschung. Boah, bin ich tödlich, ey. In dem Fall ja, aber passiert. Gerade keine Minerals, kein Entkommen. So. Ja, sieht mich. Das war ein schöner Scan. Beweg dich einmal hier in die Richtung und ich schieße dir eine rein. Apropos. So ein Maschinendock ist was Feines und davon will ich jetzt eins haben. Ohne Maschinendock gerade zu spielen ist gefährlich. Sehr gefährlich. Wo wir gerade dabei sind, Double Medivac on the way. Da ist ja noch fast nix. Benötige weitere Depots. Da will ich aber gleich reindroppen, du, mit Panzer und so. Okay. Benötige weitere Depots. Nicht genügend. Er kann ich nicht bauen. Nicht okay, genügend okay. Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Yep, es kann losgehen. Also die eine Exe haben sie auf jeden Fall nicht. Mal schauen, was sie mit der anderen gemacht haben. Ich höre. Die steht, ist eine Satellitenzentrale. Relativ besetzt. Ja, ich düse gerade voll rein, wie du siehst. Wo willst du rein? Hinten beim Terra. Das sind ja beides Terra. Ja, haha, hinten, wo? An welcher Stelle? Weiß ich noch nicht. Suche ich mir gleich aus. Ich will da jetzt angreifen. Ich will da Druck machen. Der sieht das in dem Moment nicht. Der pennt gerade. Da haben sie eine Menge Marines und Marauder. Ja, ich habe zwei Panzer dabei. Wenn du Sicht irgendwo brauchst. Ja, die beiden bewegen sich jetzt hier, ne? Ich lass mal den Beobachter da. Mach dich drauf bereit, dass die, angreifen wollen. Nicht genügend Mineralien. Come on, baby! Das hat bestimmt wehgetan, wa? Hat's nicht theoretisch auch dir wehgetan? Geht, ich habe zwei Panzer verloren. Das war so ziemlich das Schmerzhafteste, was ich hatte. Okay. Guck, meine Medivacs leben und die haben noch Marines dabei. Siehst du? Ja, ich weiß, aber ich weiß ja nicht, wie viel du dabei hattest. Zwei volle Medivacs. Ach so. Ah, jetzt kennen sie. Was hatte denn der? Ach, der wollte gucken, ob ich nichts mehr hab, war, oder beziehungsweise wir. Wenn du Kolossi machst, wäre das voll geil. Ich bin weil dabei. Weil die beiden voll das Gegenteil von gutem Kolossi-Play gerade mal. Also, ich könnte halt mir vorstellen, dass die Ravens dabei sind. Da, drop! Meine Güte, hast du mich erschreckt. Ja, habe ich halt direkt darauf reagiert. Ich habe auch einen Drop abgekriegt. Wechseln. Jetzt kriegt deine Echo noch was ab. Och, Mann.
Na, du bist schneller. Ja, aber der ist schon wieder weg. Der ist schon wieder weg. Ja, jetzt habe ich hier keinen Pfeil entstehen. Lass angreifen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ja, da ist er wieder mit einem Drop. Ich habe ein Problem. Ich habe nämlich keine Arbeiter. Das Problem ist, dass du keinen Blink hast. Wenn du Blink hättest, wirst du den zweimal schon hinten am Arsch geklebt. Willst du von mir ein bisschen Minerals haben? Hast du einfach bekommen. Ja, von mir aus können wir los. Ja, okay. Kolossi hast du, ja? Boah, du hast sogar relativ viele so. Oh, jetzt kommt sie schon wieder. Ah. Ich habe Medivex dabei. Ja, du siehst es. Ja, schön. Ich habe 6 arbeitende Worker. Durchgeladen und entsichert. Das Problem ist, dass... Reinforcement, was ich gerade versuche. Selbstverständlich. Ja, jetzt kommt die bei meiner Echse. Mit 5 Medivacs. Ich seh's. Das war's für mich. Ich kann gar nichts mehr machen. Du kriegst von mir das Zeug. Das Problem ist, der droppt halt komplett die ganze Zeit. Ach komm, lass vorne reingehen. Ja, ich sehe das doch auch mit dem Mineralienfeld. Meine Fresse. Mann, ey. Alter, ich verliere hier meine Einheiten an dem. Alter Falter, das wird so ein klassischer Base-Trade jetzt. Hast du Mineralien? Ja, willst du welche? Nein, ich frag nur, ob du überhaupt welche hast. Ich habe keinen Worker mehr, da übrigt sich das ein bisschen. Ich habe einen Worker. Ah, hinter mir. Wir haben meine Kolosse weggeräumt. Ah. Süß. Ja.
sammeln ihre Greens hier hinten. Ja, ich seh's. Kann grad nicht. Ah Gott, komm schon! Der hat aber auch nichts mehr. Willst du Minerals haben, um was zu bauen? Nein, ich gehe jetzt nach hinten. Du hast vorne relativ genug, deswegen gehe ich jetzt nach hinten. Der steht da mit drei Marines. Ja. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Warum nicht? Hier komme ich! Jawohl! Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Jetzt genau einen Pylon setzen. Ich pump gerade Marines nach. Wie ein Pylon? Ich kann dir Minerals geben, dass du... Ja. Cool, danke. So, jetzt habe ich alle meine Gebäude wieder. Mit einem herrlichen, lausigen Pylon. Brauchst du Gas? Ich hab gar keinen Worker mehr. Oh, ja. Ich hab meine Base. Ja. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht schickst du deine Vikings mal los. Hatte ich gleich vor. Ich muss hier erstmal, worauf soll ich ballern, Sir? Gucken, wo der sonst noch so geäxt hat. Er hat halt einen Großteil seiner Depots hier hinten, ne? Ja, ja, klar. Solltest das ist sehr angenehm. Ja, solltest du mal mitkommen. Vielleicht den Panzer aufstellen. Machen die da nicht mehr Schaden, oder wie war das? Da hinten. Guck mal, hier hat er seine Army. Oh Mann, klassischer Base Trade war das. Wir haben aber die bessere Army gehabt, vor allen Dingen upgrade-technisch und meine ja mit 1-1er schon gewesen und Stimpack, ne? Mhm. Ja, die haben sich hier in der Ecke wahrscheinlich irgendwo verschanzt oder so, ich weiß nicht. Ja. Ja, brauchst du Gas? Nee, Gas brauche ich nicht. Mir hapert's gerade, jetzt kann ich einen Koloss machen. Ja. War das jetzt das letzte von dir oder was? Ja. Natürlich hat er sich hier unten wieder aufgebaut. Und nicht gerade wenig, glaube ich. Habe ich eigentlich noch Beobachter? Ja, habe ich. Ah, da ist er. Planetäre Festung, aber die hat nicht die Range und kann keinen R angreifen. Na, na, aufpassen. Nicht schlimm. Siehst du? Ah, das ist viel, da kann ich nicht hin zum Roten. Ah, der Rote hat echt, lol, der hat echt viel. Ich komm mal zu, ich kann hier den Blauen nicht auseinandernehmen. Jetzt hier hin nach oben. Ich habe ein Problem, ich habe nur einen Koloss.
Ich komme gerade. Worauf soll ich ballern, Sir? Abmarsch bereit. Ich komme. Ich hab halt sonst nichts mehr, ne? Ja, jetzt ist der hier bei mir. Scheiße. Das ist zu viel. Das war's für mich. Alter, hat der hohe Upgrades. Ja, ich hab kaum noch Army und der hat höhere Upgrades wie ich. Ja, das kann ich doch nicht machen. Ich hab schon keine Gebäude mehr. Der Base Trade war scheiße. Unser Base Trade war scheiße. Ja, da haben wir zweimal verloren. Natürlich räumen die mir jetzt alles ab. Ich hatte aber schon lange keine Einheiten mehr. Das war schon alles, was ich hatte. Ich hatte schon lange nichts mehr zum Pumpen. Shit. Ja, der Rote hat sich halt aufgebaut. Ich weiß nicht, wo der seine Base hatte. Doppelniederlage. Es tut weh. Ah, der Rote. Weißt du doch, was ich eben gesagt habe über die Karte? Hier wird 100 pro Dauer gedroppt. Ja, genau das ist es auch gewesen. Und dann immer zu dir. Aber ich hatte auch nur einen Anti-Air-Tower immer in der Base stehen. Dementsprechend, der hätte vielleicht einen Medivac verloren. Und schauen wir uns mal den anderen an. Ja, Platin. Und ich habe gerade nicht hingeguckt. Er hier war dreimal Silber und einmal Platin. Ja, Leute, schade. Schade. Vom Wert der Armee her war ich eigentlich ziemlich weit oben. Ich habe dahinter sogar am meisten. Und dann habe ich meine Einheiten gewastet, habe den Roten nicht angegriffen. Ich wusste nicht, wo. Mann. Ich hasse Drops. Ich kann doch nicht zwei Bases mit gegen Drops verteidigen. Zum Kotzen. Naja, Leute, wir sehen uns morgen aber wieder bei StarCraft 2. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Jetzt hätte ich es fast vergefeilt. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, Leute. Tschüssi. Ciao, ciao.